Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor. Und zwar spielen wir mal wieder Starbound, denn wie immer ist man hier nicht allein unterwegs. Wir haben den Baro, den Wödern und den Ollien auch am Start. Hallo! Hallo! Irgendwo unter der Erde tief nach Schleim und Lava buddeln. Oder was auch immer. Ich mag Schleim. Während ich alleine nach den Chorfragmenten hier wieder buddeln darf. Wir sind halt schon fertig mit den Chorfragmenten. Ja, ich nicht! Ich bin auch noch nicht fertig damit. Ich erkunde hier noch ein bisschen. Nimm hier noch ein bisschen Eisenerz und sowas mit. Ich finde das mit dem Schleim lustig. So, Core-Fragmente habe ich jetzt auch fertig. Jetzt muss ich aber nach oben, weil meine Nahrung nicht reichen wird. Ich bin schon in der letzten Folge. Wildern spielt schon wieder mit seinem Schleim rum. Puppelt in der Nase. Der Zerfrix-King, Alter. Hilfe, wie kommt man denn jetzt hier raus? Jemand hat den Weg da oben zugemacht. Ja, weißt du, Nasebohren ist auch so ähnlich wie so Minensucharbeit, ne? Da förderst du ja auch manche Sachen zutage, die dir nicht ganz so geheuer sind. Oh nein, unser Weg nach oben ist mit Schleim versperrt. Was war das Ekligste, was ihr jemals in der Nase hattet? Okay. Oh, echt? Ey, was? Nein, was? Wieso ist das so? Oh, Alter. Oh Mann, unser Ausgang nach oben ist vollgeschleimt, Leute. Echt? Nö, ja, das ist echt ein Problem. Wie ist man denn da hochgekommen, ey? Leute, ich habe auch was vollgeschleimtes gefunden, aber ich bin auf einem sicheren Weg gerade. Also ich schleim nie. Der Wildern schleimt sich hier überall hoch, ey. Wie in der Arbeit. Dann schleimt er auch immer rum. Bin ich jetzt noch als einziger hier unten? Nee, ich bin gerade auch hier oben. Ich versuche gerade wieder nach unten zu kommen. Hat jemand zufällig Nahrung dabei? Ich müsste welche dabei gehabt haben. Nee, ich habe nur noch ein rohes Steak. Das hat alles jetzt der Olli. Dann ich verhungere hier gleich. Ja, das ist nämlich dann auch das Zeichen, dass ich vielleicht doch umkehren sollte. Irgendwer war da gerade oben. Kann man mir da mal entgegenbuddeln? Ich glaube, das war Dr. Sayers. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Pfeil, guck mal nach den Pfeilen. Du musst weiter nach unten links, glaube ich. Oder mehr nach links zumindest. Ja, mein Hunger meldet sich gerade auch. Ja, komm mal hoch und dann nach links. Ich buddel hier gerade schon einen Tunnel, weil der eine Rückweg mit Schleim zu ist. Das stimmt. Wie bin ich denn da hochgekommen jetzt? Ich weiß auch nicht mehr, wie ich jetzt gerade hochgekommen bin. Bin ich hier durchgekommen? Ne, hier ist alles zugeschleimt. Ja. Ja, ich glaube, das war ich. Oh! Wenn man verhungert, dann geht nur Leben erstmal runter, ne? Ja. Muss ich damit nämlich mit Heal Potion dann gegenwirken? Ja, da habe ich auch nichts. Könnt ihr euch zu mir teleportieren? Nein. Nein, nicht unter der Erde. Ach, shit. Warte, ich versuche den Eingang die ganze Zeit schon wieder frei zu machen. Ja, das ist aber, glaube ich, wir sind gleich drastisch falsch gerade, ey. Wir kommen von links. Ich sehe dich schon am Bildschirmrand. Mich? Nee, Wöder. Also, ich muss jetzt erstmal mir schnell das rohe Steak reinpfeffern. Wöder, hast du was zu essen dabei? Ich glaube schon, ja. Warte mal, Essen. Ja. Ach so, das hier ist eure Mine von der vorherigen. Aber es ist alles. LOL. Oh. LOL! Warte, wie kann ich das hinschmeißen? Mausklick Q. Also rechtsklick kannst du eins auswählen und dann Q drücken. Hat mir der Baron auch. Ja, im Inventar. Mit Rechtsklick einzeln, genau, perfekt. Und jetzt, Alter, Basti am besten auch. Ja, jetzt habe ich nur noch rohe Sachen. Okay. Das eine Hühnchen war wohl noch okay, glaube ich. Könnt auch ein Lagerfeuer craften mit C. Falls ihr die Materialien dazu habt. Ja. Das reicht erstmal. Fuck, du nimmst immer noch Schaden. Ja, das ist von dem Rom, was ich gemümmelt habe. Ich hätte jetzt halt zu gern mal Tanksen gefunden für den Basti, aber. Ja. Ja, scheint es hier wohl nicht zu geben auf dem Planeten. Auf diesem verschissenen Planeten. Okay, ich hab jetzt das Zeug mal gekocht. Oh, ich hab auch wieder Fleisch gefunden. Mein Gott, ich bin ja auch so falsch, ne? Ich werde gleich so krepieren. Ich bin auch mega falsch gelaufen. Ich bin immer nur nicht oben. Und bin an Sachen vorbeigekommen, wo ich dachte, hä? Hat jemand noch zu viel? Bin hier vorbeigekommen? Was? Was Ziegen? Selbstkraften. Waffe. Tim Willits hat ganz viele Ziegen.
Im eigenen Inventar Heal-Dinger bauen? Ja, dafür brauchst du aber kein Salve, kannst du. Ja, hätte sein können, dass ich welche habe, aber es wird mir noch nicht mal angezeigt, dass ich das machen kann. Ja, werde ich jetzt wohl krepieren. Oh, war knapp. Ich bin 1 mm. Heal-Zeug hat keiner dabei. Doch, warte. Einen habe ich noch. Da unten war halt nur noch Klopapier. Einen habe ich noch in meiner Tasche. Da unten in der Giftpfütze liegt was. Ach kacke, ihr habt euer ganzes Zeug da drin verloren, ne? Ja, und ich sind hier unten jeweils einmal gestorben und dadurch ist halt viel Zeug verloren gegangen. Also, Olli, du dürftest einiges von meinem Zeug dabei haben. Ja, ich hab ewig viel Zeug von dir, aber ich würde es jetzt halt auch retten. Ja. Wie kommt man denn hier raus? Es gibt hier keinen Ausgang. Mann, ich hier links weiter. Was hart. Weil wenn ich jetzt runtergehe, hinfall und tot bin, dann hilft uns beiden nichts. Das stimmt. Also ich habe jede Menge von deinem Scheiß dabei. So, the long way up, Alter, ey. Mir kommt es gar nicht runterwärts, kam es mir gar nicht so lang vor, ey. Wir haben doch nur jetzt vielleicht 10 Minuten gegraben oder so. Ja, das war aber auch der Schleim. Der Schleim hat halt auch nach viel rechts, nach viel rechts kaputt gemacht. Richtung Ausgang. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, ich glaube, ich bin gleich oben, Alter. Nein! Kommt ihr zu mir? Ich hab halbwegs Richtung Ausgang nach rechts. Ich bin auf Schleim ausgerutscht. Endlich bist du mal auf deiner eigenen Schleimspur ausgerutscht, Junge. Ich glaube, ich bleib gleich oben. Ja, ich bin oben gleich. Dann kannst du gleich deinen Scheiß wieder. Also kommt aber alle nach rechts, wenn ihr hoch wollt. Ich hab hier. Ja, ich bin egal, gestorben. Bei uns ist voll das fette Viech in der Base. Ich hab gerade Core-Fragments gefunden. Ich brauche noch. Kommt denn noch mehr rein, Schleim? Alter, so ja, ich hab keine Core-Fragments mehr. Ja, ich hab die alle dabei. Okay. Jetzt fange ich wieder an zu verhungern. Er ist doch Hunger. Ja, wie gesagt, ich bleib nie mehr unvorbereitet darunter gehen, ey. Also ich bin da. Ja. Hi. Warte, ich stell dir mal eine Kiste hin, wo ich dann Zeug reinpacken kann. Das ist irgendwie chilliger. Da, ich hab doch eine Kiste abgebaut. Ja, hier. Wunderbar. Ja, gut, dann gieße ich hier nochmal ein bisschen. Gieß mal die Blümchen. Hier, ich mach oh, mal nein. Hier Storage. Oh nein, bitte eine Lampe. Oh nein, bitte nicht. Dein Schwert hast du aber noch, oder was? Ja, Schwert habe ich. Ah, okay. Aber halt viele Materialien, meine ganzen Bandages, mein ganzes Essen. Aber das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig. Ja, weil Essen habe ich genug. Essen hab, ja, wahrscheinlich, weil du mein ganzes Essen hast. Aber. Oh, nee, ich habe ja auch gekämpft. Überall der Scheiß Schleim im Weg, nicht dieses Kotzen. Echt? Ich stehe voll auf das Zeug, Alter. Ja. Ja, bin tot oder so. Nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah, ich hab ja, ich bin so tot. Ich bin so tot. Ne, ich hab halt. Und du dürftest meine ganzen gesammelten Ressourcen haben. Also halt ja. So Eisen. Ja, gut, die würde ich eh schmelzen. Wieso ist mein Steam-Overlay schon wieder an, wenn ich das jedes Mal ausschalte? Schaltet sich das wieder an oder? Bist du dein Steam? Ich erstick jetzt gerade. Ja, nee, weil ich jetzt gerade schon wieder gesehen habe, dass irgendeiner meiner Freunde online nicht online gegangen ist, sondern irgendwas angefangen hat zu spielen, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, was ich eigentlich auch schon ausgeschaltet hatte. So, bin jetzt hart deprimiert. Ja, nicht nur du. Kompletter Scheiß umsonst gewesen, ey. Ja, wenigstens hat's der Olli raufgeschafft. Nein! Ich mach jetzt die Übermacht. Aber scheinbar zählt das so, wenn einer das alles gefunden hat, weil mir wird jetzt an dem Portal an diesem Table so ein Pfeil angezeigt. Ja, der wurde mir vorhin aber auch schon angezeigt, als wir noch nicht unten waren. Also ja, Gold habe ich jetzt mal mit dir geteilt, den Rest, den packe ich einfach in Baron, deine Kiste. Ist ready hier? Kannst mal reingucken, wenn du jetzt weißt, dass mir irgendwas fehlt, dann gibt halt irgendwas. Dann gehe ich jetzt mal über Tage. Ja, Core-Fragments nehme ich mal. Ja, das Essen ist ja eigentlich scheißegal. Das bereite ich mal. Ja, da habe ich jetzt einfach mal dir die Hälfte gegeben, weil ich halt auch so viel gesammelt habe. Das bereite ich einfach mal alles zu. Genau. Hatte ich jetzt auch gemacht. Und den anderen Scheiß, den schmelze ich jetzt. Ja, das Goldohr hättest du ja gleich mit einschmelzen können. Ja, das Goldohr war aber das, was ich noch am ehesten hätte teilen können, weil. Ja, den anderen hatte ich 50. Ist doch scheißegal, wenn du das. Naja, ich schmelze dann schon alles an. Ja. Ich koch mal wieder.
Ja, das Gold, das ganze Ohr tun wir eh in die Kiste, wo ja alles drin ist. Das war jetzt erfolgreich wenigstens mal. Ein erfolgreicher Plündergang. Und dann würde ich sagen, starten wir mal, wenn alle oben sind. Oder tot. Ja, ich dann starten wir mal man, diese coole. Braucht man da drin, muss man da drin kämpfen? Ja, ne? Ich glaube die zu Anfang nicht, ne. Ja, weil es wäre halt schon vielleicht, glaube ich, nicht schlecht, wenn auch der Basti noch seine Rüstung hätte. Ja. Oh, bis wir da. Aber es gibt halt kein Tungsten hier, ne? Ich habe halt kein einziges gefunden. Also ich habe von allem was gefunden. Außer Tungsten. Ja, ich werde mir erstmal hier diese ganzen Schlingen abmachen, damit ich ganz viel hier zurückbauen kann. Sowas in der Art habe ja, ich die Schlingen brauchst du, die musst du ja auch unbedingt abmachen. Immer sammeln, wenn welche da sind. Ja, da bin ich gerade auch unterwegs. Bin immer noch auf dem Weg nach oben, ey. Ja, wir sind alle bis auf. Und vielleicht auch ein paar Bäume noch fällen für Fackeln oder sowas. Ja, ich hab. Das sind so die Zwischendinger, die man eigentlich immer auf jedem Weg machen sollte, eigentlich. Zu Anfang zumindest. Weil wir haben auch Taschenlampen, aber Taschenlampe ist halt echt. Die ist halt echt kacke, weil du wechseln musst. Ja, aber die Fackeln würde ich ehrlich gesagt alle hängen lassen, weil dann siehst du halt auch ja, ungefähr. Das auf jeden Fall, ja. Ich würde die auch nicht zurückbauen. Weil jetzt haben wir einen Weg zum Kern, falls wir mal echt wieder Materialien brauchen, können wir den einfach gehen. Naja, im Weg eigentlich nicht mehr, der ist ja zugeschleimt. Der Weg. Naja gut, bis zum gewissen Punkt halt. Ja, der Schleim ist halt echt das, was das jetzt gerade am nervigsten gemacht hat. Ja. Ihr seid solche Schleimer. Ich habe fast den ganzen Schleim wieder eingesammelt. Ich wurde von der Schleimlawine zerdrückt und bin erstickt. Ja, wurde ich auch zuerst. Ich weiß nicht, wo die herkam. Du hast sie ausgelöst, oder? Ja. Weil mir nicht bewusst war, dass das solche Folgen haben könnte. Apropos Folgen. 12 Minuten. Oh, ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl. Das nervt bestimmt die Zuschauer für mich. Dann ja, können wir jetzt endlich mal die zweite Folge rausmachen? Boah, das zieht sich voll. Boah, ich das ist langweilig. Ich will lieber rausgehen und Pokémon sammeln, Mann. Ja, Mann, genau. Spielt eigentlich nur noch einer von euch Pokémon Go oder hat sich der Hype für euch langsam aufgelegt? Ja, langsam, aber ein bisschen mache ich noch mit, aber. Nee, so wirklich jetzt auch viel rumrennen, mache ich auch nicht mehr. Wie gesagt, dafür lieber Pokémon auf dem 3DS. Okay. Ja, ich glaube, das war schon ein krasses Verkaufsargument auch für die neuen Pokémon-Editionen jetzt, ey. Ja. Weißt du, da werden sie jetzt bestimmt massig verkauft. Ich find's nur extrem cool, dass der Kumpel von Olli und von mir, bei dem ich nie gedacht hätte, dass er anfängt irgendwie mit Pokémon zu tun, dem seine Freundin zwingt ihn jetzt quasi auf, die alte Pokémon-Serie zu gucken. Die war halt so schlecht, ja. Ey. Aber nachdem er sich da immer so hardcore gegen Pokémon im Allgemeinen gewehrt hat. Und jetzt dann mit dem Pokémon Go angefangen hat es so verdient, dass er sich jetzt die Serie auch noch mit anschauen muss. Aber die Serie ist halt echt scheiße gewesen. Ja, ist er auch. Deswegen sage ich ja, er hat so verdient. Tut mir leid. Die hat sich halt so ewig gezogen, ey. Ich hab das halt als Kind schon nicht gepackt, weil es so langweilig war irgendwie. Dann ja, Digimon. Ja, Digimon. Ja, Digimon war echt von der Serie her cooler. Ja. Ich hab mein ganzes Zeug verloren, ich bin gerade gestorben. Oh, und der nächste, der so auf dem Weg nach oben kommt. Ach, es gibt auch Roots, die verkehrt umwachsen. Ah, Roots. Ich verstehe. Wir sollten Rootbier machen. Rootbier. Oh nee, lass mal, ey. Ey, was auch eine geile Quelle ist für diese Plant Fibers, ne? Kann man da irgendwie. Sind diese Bohnenstangen, da kommt nämlich kein Holz raus, sondern Plant Fibers, hab ich gerade bemerkt. Wusste ich auch noch nicht. Kann man, ja, sollten wir wahrscheinlich Bohnen anbauen. Bohnen sind die Zukunft, habe ich gehört. Check and the Beanstalk. Okay, da springe ich jetzt nicht runter. Ja, wie viel habe ich jetzt? 211. Das sollte eigentlich reichen. Alter, mir fehlt ein Core-Fragment. Was ist denn da los? Ja, mir fehlt auch ein Core-Fragment. Mir fehlen wieder alle. Ja, ja, dann komme ich mal zurück, Olli. Ja, gib mir mal eins und ich löse das dann. Geh mir jetzt ein Portal. Hey, wo bin ich? Ja, ich schaue dann, ob das reicht, wenn das einer macht. Ich schätze fast schon. Ja, ich habe. Nichts. Aber ich will dabei sein. Ja, ja, klar. Ja, das machen wir dann eh gemeinsam. Aber ich habe nichts, um mich hochzubauen. Doch, hier gerade dabei. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, wie ich da. Warte, ich. Ja, genau, bau wieder ab. Mal so einen Schrägweg. Ja.
Weil das senkrechte Hochbauen ist halt zu mehreren einfach irgendwie semi. Ja, du verbaust den anderen halt genau den Weg, ne? Spider-Man. Spider-Man. So, mal gucken, da, jetzt kann ich da bauen. Wie viel kann ich bauen? Ja, 51. Ja. So, ich komme mal zurück zur Base. Ah, ich komme auch mal zurück. Auf dem Weg, währenddessen ich. Ich bin erst wieder bei der Base, weil ich das nächste Mal gestorben bin. Ja, aber wir wollen das Portal öffnen. Jo, das war eigentlich. Also, ich bin bei der Base. Okay, ich hab mich zu dir teleportiert. Hi. Hi. Boah, hätte ich auch machen können, ich Schlaumeier. So, jetzt habe ich 51 Heal-Dinger. Gib mir aber nur noch Nahrung. Nahrung. Oh nein, ernst. Es wären auch noch Core-Fragments hier unten in dem Ding drin gewesen, ne? Echt? Ja. Oh, dann nehme ich die mal raus. Das obere oder was? Ja, okay, gut. Jetzt, okay, alles klar. Aber warte mal, bevor du da das Zeug machst, weil ich muss hier auch noch ein bisschen. Ich warte auf alle. Ressourcenmanagement machen. Ja, ja, muss ich auch noch machen. Ich muss noch craften und sowas. Kann man irgendwie auch splitten? Hey, Scheiße. Ja, das frage ich mich auch. Es muss irgendwie gehen, aber ich weiß nicht wie. Wenn du allein spielst, hast du das Problem. Ah, Shift und Rechtsklick. Ah, okay. Ach, geil. Okay, sehr gut. Ja, einfach mal wild drauf rum, drauf los probieren. Ach, genau, ich wollte auf Crafting. Dann machen wir hier mal. Na, ich save hier nur mal auf meinem Schiff meine ganzen Manipulator-Module. Oh, ich hab auch. Ich hab genug. Du hast tatsächlich nicht meine gefunden, Helmut. Okay. Weil ich hab meine in meinem Schiff gesichert gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, ich hab sie gar nicht mehr jetzt dann, ne? Das sind Verbrauchsgegenstände halt, ne? Also. Ich habe jetzt noch 3 über. Ja, irgendjemand hat meine Manipulator-Module. Ich gebe dir meine 3. Nö, nö, die hab ich wahrscheinlich. Weil ich glaube nicht, dass ich 8 gefunden hatte. Ja, ich hatte ja 5. Egal. Ah, okay. Ist egal, werden wir noch welche finden. Ich denke auch. Yay, guck mal, ich bin da. Juhu. Yeah. So, ich baue mir aber auch mal irgendwie eine Kiste und lager mal ein bisschen was bei mir im Schiff ein. Ja, ist auf jeden Fall von Vorteil. Dass man sich auf dem Schiff dann gleich wieder ausrüsten kann. Falls man verreckt, ja. Falls man verreckt. Basti, du hast Nahrung gebraucht. Ja, ich habe mir ein bisschen was aus der Kiste genommen. Oh, danke, danke. Wird jetzt dann aber auch reichen. Reicht. Ist gut. Ja, danke. Ja, ist gut. Ich bin voll. Wenn wir dann die Mission dann jetzt gleich machen, bringt das uns dann schon auf einen neuen Planeten oder? Wir kommen jetzt dann zu diesem Anker-Dings, wo auch ein Laden und so ist. Hä? Ach so, du bist hier in deinem Schiff. Bin in meinem Schiff. Okay. Ist noch jemand unten? Ja. Ich wollte jetzt halt nur, bevor wir irgendwo hingehen, weil ja, ich habe auch mal meinen Privatkram gebucht. Ja, würde ich sagen, fangen wir die Mission dann in der nächsten Folge an, wa? Ja, können wir machen. Klingt gut. Und dann werde ich hier erstmal Zeug los. Yay, yeah, ich habe auch Bandagen-Scheiß hier. Aber das mit dem Splitten ist echt angenehm, dann kann man auch ja, das sinnvoller. Wusste ich halt null, wie es läuft. Ja, ist. Aber gut, dass du es rausgefunden hast. Ich bin da immer gern experimentierfreudig. Oh, ein experimentierfreudiger Baron. Wie splittet man? Shift und Rechtsklick. Oder einfach auch Rechtsklick. Okay, ja. Nein, Rechtsklick so, ist ja, einzeln. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, soll ich euch Heal-Zeug geben? Ich habe 51. Ne, ich hab 48 und 13 Bandagen. Ich brauch jemand hier, sonst? Dann kann ich noch was abdrücken. Ich hab 20 Bandagen. Also. Ah, ich brauch ein bisschen Holz. Ich fäll mal hier einfach durch. Ja, wenn's Not an Mann tut, kann man sich das unten ja immer noch zuschieben. Genau. Alles klar. Ich
glaube nicht, dass das ist voll in Action und alles ist durcheinander und überall fliegen Gedärme und Innereien durch die Gegend, genau. Ja, das hoffe ich doch, dass das passiert. Nee, der erste Boss ist eigentlich auch relativ chillig. Ach, okay, Boss? Ich glaube aber nicht, Boss gehen wir jetzt? Nee, wir gehen noch nicht zum Boss, aber wir kommen dann irgendwann zu dem Boss. Was uns da erwartet, würde ich mal sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Würde ich auch sagen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis dann. Moin! Tschüss! Tschüss.